Hallo liebe Bike-Enthusiasten von der E-Bike-Zone. Jetzt habe ich was ganz Besonderes und zwar eine Award-Winning-Lösung. Ein Bike, was hier von der Eurobike ausgezeichnet worden ist, das Colleen S-Pedelec. Und ich habe Thibaut hier, der uns das ganze Bike vorstellen wird, auf Englisch. Ich werde dann kurz übersetzen. Dieses S-Pedelec ist wirklich auch außergewöhnlich in jeder Hinsicht. Thibaut. Hallo. So, tell us a little bit about the bike. It really looks marvelous. I just heard the color, British Racing Green by Aston Martin. Yeah, exactly. How did you come to this idea? So the idea was to make a very durable speed bike for every day, and we would like to finally put people on the bike and not inside the car. And we use the same kind of design, same kind of color, and the main idea is really to use bike every day and let the car in the house. Also die Idee des Bike in British Racing Green von Aston Martin zu streichen war einfach eine praktische Idee. Es sollte eine schöne Farbe sein, die man alltäglich anschauen kann, die trotzdem ganz besonders ist. Ja, das ist wirklich gelungen. You have some wonderful details. Tell us a little bit more about the hub and the display and everything. So, all the frame is made in carbon fiber. It's manufactured in France in our workshop, and the idea was to use material from competition for urban use, and we integrate all the electronics inside the frame. So we der have ganze Rahmen. I translate a little bit. Der ganze Rahmen ist aus Carbon hergestellt, und zwar in Frankreich komplett. Und dann war es die Idee, die Materialien zu verwenden und voll in den Rahmen zu integrieren, wie das Display hier oder dann die Einheit, wo der Strom angeschlossen wird. Auch die Beleuchtung hier vorne zum Beispiel ist direkt in den Rahmen integriert. So, here on the display, what do we see? So we see the trip distance, we can see of course the speed, we can connect our smartphone to the display, and we can change some features. When you receive a call, you will get notification on the display. Mm-hmm. Also wir sehen hier auf dem Display nicht nur die Fahrerinformationen, sondern wir können das auch mit einer App verknüpfen und dann Notifications uns direkt auf den Fahrraddisplay hier zeigen lassen. Also zum Beispiel eine Nachricht, die gerade per SMS gekommen ist. And this wonderful detail. Okay, this is our tracker inside, and here you can charge your battery. Hier wird per Strom aufgeladen, also hier kommt das Kabel rein, um das Fahrrad aufzuladen, den Akku aufzuladen, und hier ist auch ein GPS-Tracker integriert. The engine, the Colleen engine, what details should we know about this engine? Okay, so the engine, the motor can support 1,500 watts. Mm-hmm. On this version, is limited to 750 watts. There are torque sensors inside the engine, and the main idea was to get something very durable for every day. I mean, we use the pinion gearbox with the Gates carbon drive, so the maintenance is free. You have no maintenance. Also ich übersetze mal noch mal ganz kurz. Die meisten haben es wahrscheinlich schon mitbekommen. Der Motor ist auf 750 Watt gedrosselt. Die ursprüngliche Version des Motors kann aufgebaut werden bis 1500 Watt. Die ganze Einheit, die Antriebseinheit, ist optimiert für einen möglichst wartungsfreien Gebrauch mit Gates Riemenantrieb und Pinion-Schaltung, die beide dafür bekannt sind, dass sie kaum Verschleiß haben. And also the pedals are very nice. How did you come to this idea to make those nice pedals? We were inspired by old pedals in the car.
Ah, nice. And we try to make something light and nice. Die Idee für die extrem schönen Pedale, die wir hier an dem Bike sehen, kommt tatsächlich aus dem Autobereich und zwar von den Fußpedalen von einigen Oldtimer. Ja, ein rundum unheimlich schön gelungenes Rad, extrem nett. Thibaut, thank you very, very much. Thank you very much. So this was a very short explanation, but hopefully we will hear a lot more about Colleen. Yeah. See you here at the Eurobike in Frankfurt the next time. Yes. Liebe Freunde, war das schon wirklich alles, was wir hier über die Bikes kennengelernt haben? Mit Sicherheit nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert den Kanal und Glocke nicht vergessen, dann kriegt ihr auch eine Nachricht, wenn wieder schicke neue Bikes kommen. Ciao!